Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Es ist eine andere Berechnung, auch andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Siuliria, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereichen. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. Und wir starten jetzt. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, dein Lagna oder Aszendent ist Schütze. Und diese Energie, diese Schütze-Eigenschaft, was deine Persönlichkeit beeinflusst, auch dein Aussehen beeinflusst, auch dein Auftreten beeinflusst, begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Und so bist du auch wahrgenommen. Man könnte sagen, du bist ein Kind davon. Und hier hast du die Aszendent-Schütze. Dieses Zeichen gehört zum Feuerelement. Und Feuerelement zeigt Bewegung, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Hier herrscht Jupiter, was auch zeigt eine gewisse optimistische Haltung oder Glück im Leben. Bedeutet auch, dass das wird etwas vergrößert, manchmal übertrieben. Und entsteht bei den Schützen oft das Gefühl, auch bei Schütze-Aszendenten, oh, da muss noch was Besseres sein, noch was Größeres. Und neigt man dazu, die Orientierung zu verlieren. Und die Schütze braucht Orientierung. Und das zeigt dieser Pfeil. Dieser Pfeil richtet sich in die Richtung Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch heißt es, da sind unsere Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen. Und wenn das deine Orientierung ist, dann hast du Ziele im Leben und kannst du das auch meistern. Schütze steht in Verbindung zum Ausland und Reisen und Sport und Bewegung und Schnelligkeit. All das prägt deine Persönlichkeit. Oder hast du einen persönlichen Bezug zum Reisen und Ausland. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte und Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Geld. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat das auch nicht verdient mit dieser Einstellung, kommt auch zu nichts. Sondern wir sollen die Einstellung und auch diese Sätze verändern und sagen, ich habe das verdient, ich bin es wert, ich habe das im Besitz. Und das in Gegenwart, also nicht in Zukunftsform. Und damit verbessert sich die Energiefeld hier, wenn es um Besitz geht. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die wertvollen Dinge sollen wir in Besitz nehmen. Und das ist nicht immer die materialistischen Dinge, sondern das kann auch was Geistiges sein. Außerdem das Selbstwertgefühl, was uns auch stärkt, und diese Wertschätzung, Verlangen von anderen und auch entgegenbringen, vorausgesetzt ist, dass sie das verdient haben. Hier hast du die Steinbock. Und bei Steinbock-Energie ist es so, in früheren Jahren ist das streng, sehr streng.
Und da war Sparsamkeit oder hast du zu wenig Wertschätzung bekommen in deiner Kindheit oder Jugend. Im zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock sehr unterstützend, gibt die Ausdauer, die Geduld, auch diese Kraft, hat man klare Ziele und das erreicht man auch mit diesem Steinbock-Energie. Außerdem, die Tierkreiszeichen Steinbock ist Erde-Element, also hat mit Materie, mit Geld auch was zu tun. Hier brauchst klare Ziele und so kommt die Finanzen in Ordnung und mit Steinbock befestigst du das auch. Im dritten Lebensbereich ist die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das Wissen aufgenommen oder vermittelt? Das ist ein Austausch. Wie bist du mit anderen Kindern klargekommen oder mit Geschwistern oder Nachbarkindern? Warst du übersehen oder auf die Seite geschoben oder könntest du dich durchsetzen? Diese Erinnerungen bleiben und die begleiten uns bis zu unserem Lebensende. Das zieht sich wie roter Faden. Wenn da Mangel besteht von der Kindheit, dann müssen wir in späteren Jahren das nachholen, weil das Leben spiegelt das wieder im beruflichen Umfeld oder im Verwandten. Und dann stellt man die Frage, wie kann ich mich behaupten gegen Konkurrenten? Aber nicht nur das, sondern dieser Austausch von Informationen, auch Medien, Internet, gehört auch zu diesem Bereich. Schulungen, Wissen aneignen, Wissen vermitteln. Und hier hast du die Wassermann. Die Wassermann hat ein Denken mit tollen Ideen auch, das ist die Ideenreichtum. Die Wassermann, die denken in Zeit voraus. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass in die Schulzeit auch so war, dass du immer weiter warst als die anderen Kinder, die blieben irgendwie in die Strecke und für dich war das ein bisschen langweilig. Oder dass andere, die Erwachsenen gesagt haben, oh, du, deine Ideen immer, du kommst immer mit neuen Ideen. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt, das Horoskop, wenn ich die runde Format betrachte und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das heißt, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt, verankert. Das sind Themen hier wie unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft, unserem Zuhause, aber alles, was mit Immobilien zusammenhängt. Hier ist die Basis, die Fundament und auf diese Basis, auf diese Fundament ist dein Leben aufgebaut. Nicht nur finanziell oder wohnlich, sondern du brauchst dieses Gefühl, diese Selbstsicherheit auch, einen festen Boden unter deinen Füßen. Und hier hast du die Fische. Und das ist nicht einfach, weil das ist Wasser. Die Tierkreiszeichen Fische gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Du brauchst ein gesundes Selbstwertgefühl, ja, und auch auf deinen Gefühlen achten, weil das ist dein Basis. Und in diesem Sternbild befinden sich zwei Fische und sie schwimmen im Wasser. Und wie ich schon sagte, das Element Wasser steht für Gefühle. Die eine Fisch bewegt sich in eine Richtung und das sind Gefühle wie ständige Angst und Zweifel und Selbstmitleid und alle leiden mit. Und viele Fischengeborenen oder Menschen mit Fischenbetonung neigen dazu, sogar das zu genießen. Weil dann endlich bekommen sie Streicheleinheiten, bekommen sie Aufmerksamkeit. Aber eins merken sie nicht. Genau das ist die Fehler. Weil dann bewegt sich gar nichts. Das blockiert, weil die Angst bleibt. Die Zweifel bleibt, wird sogar betont. Die ganze Aufmerksamkeit geht in diese Richtung. Und das wird immer tiefer, dieses Gefühlszustand, diese ständige Angst oder Panik bis zum Depressionen. Dann gibt es keinen Ausweg mehr
höchstens Drogen oder Alkohol. Das ist dann die Endstation. Und verlassen diese Richtung sofort, auch nicht unterstützen, auch kein Mitleid haben, weil damit gibt man als Außenseiter die Unterstützung, sofort umdrehen in andere Richtung. Und da ist die Reichtum verborgen. Die ganze Wunder ist hier im Tierkreis seinen Fischer. Aber wir müssen in die richtige Richtung bewegen. Und hier wirkt Jupiter, gibt optimistische Haltung und Glück im Leben. Und dann kommt Neptun dazu. Unserem Träumeleben, unserem Träume verwirklichen. Wie funktioniert das? Wir brauchen eine Vorstellung davon. Und das Glauben, das Vertrauen. Und dann einfach geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Wenn du das kannst, dann lebst deine Träume, weil das ist deine Basis, das ist dein Fundament. Und von hier aus wächst und dehnt alles. Und das ist Wasser, das ist lebendig. Und das ist großartig, wenn du das verstehst, um was geht. Und du nützt das auch im Praktischen in dein Leben. Natürlich hat ein Einfluss auf dein Zuhause und mit dieser Fischenenergie kann manchmal ein bisschen chaotisch sein, das gehört auch zum Fisch, das schwimmt alles so ein bisschen weg, also es ist nicht immer aufgeräumt, aber traumhaft, traumhaft, weil das ist ein guter Geschmack. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, die eigenen Kinder, dann Enkelkinder, aber auch die Kindheit, unsere eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, das innere Kind. Und das sollen wir auch stärken, immer wieder sagen zu uns selbst. Das hast du richtig gut gemacht. Mal auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich bin so stolz auf dich. Das war wirklich super. Solche Sätze oder solche Gedanken, Glauben stärken uns innerlich. Dann kann gar nichts passieren im Leben. Weil bewegen wir dann wirklich auf dem sicheren Boden, weil das gibt uns selbst Sicherheit. Wir brauchen diese Lob, diese Anerkennung. Also das hilft auch. Außerdem hier liegt auch die Lebensfreude und das zeigen die Kinder uns, weil sie spiegeln uns und wir können von Kindern vieles, vieles lernen. Und die ganze Kreativität, hier hast du die Widder. Widder ist kämpferisch. Und wenn ich das vergleiche in deiner Kindheit, dann ist nicht so ruhig, sondern du musstest dich immer durchboxen und um alles erkämpfen. Aber die Tierkreiszeichen Widder gehört zum Feuerelement und das ist schon die Begeisterung. Die kann man von vielen Dingen begeistern, was die Lebensfreude gibt. Und das, diese Abwechslung auch, weil Widder fängt gerne auch mal was Neues an. Das ist dieser Mut zu haben, sofort etwas Neues starten, wenn die Begeisterung da ist. Dann kann man gar nicht bremsen. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag und die Arbeit und die ganzen Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Stier. Und die Stier ist gemütlich und ruhig und das brauchst du im Alltag, das brauchst du auch im Arbeit. Und der Stier liebt das Schöne, das möchte dann genießen und du möchtest auch im Arbeitsplatz brauchst du diese Ruhe, schöne Umgebung, das möchtest du auch genießen und dein Alltag auch. Und zu deiner Gesundheit ist das auch wichtig, auf die Ernährung achten, auf die Ruhe achten. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und Venus steht in Verbindung zum Selbstständigkeit. Das könnte eine Richtung sein. Venus ist auch der Planet der Schönheit, Kunst, Kreativität. Das brauchst du auch. Entweder die Umgebung muss schön sein oder lebst deine Kreativität. Die Tierkreiszeichen Stier ist Erdeelement, hat auch mit Besitz und mit Materie was zu tun, wird zum Geld auch zugeordnet und auch für Immobilien, also das wäre auch ein Bereich, wo du dich beruflich entfalten könntest. Wenn du betrachtest dein Aszendent, heißt in dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen
Schütze, hier im Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Zwillinge im Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber im Geburtsmoment sind sie noch gegenüber. Und du schaust in die Richtung und hier ist ein Spiegel. Und dieser Spiegelblick ist wichtig, weil hier hast du deinen Seelenpartner. Und das Ganze öffnet sich hier mit diesem Zwilling-Energie-Thema Liebe, Partnerschaft. Was brauchst du dazu, dieses Tor zum Öffnen? Erstens die Luftelement, die Leichtigkeit. Dann auch diese spielerische Art der Zwillinge. Und die Seelenpartnerschaft, das zu verstehen, dass auch wenn das diese Begegnung noch nicht da ist, oder gibt man einen Rückzug, die Verbindung ist trotzdem da. Bei Seelenpartnerschaft ist die Verbindung einfach da, weil die Seelen kommunizieren sich in einer anderen Ebene, in einer feinstofflichen Ebene, das nennt man Telepathie. Man fühlt das auch. Die Tierkreiszeichen der Zwillinge. Was vermittelt hier gerade in diesem Bereich diese Zeichen? Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine wunderschöne Königin und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde da auch schwanger und gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam der Tag, wo Kastor sterben müsste. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann doch nicht meinen Halbbruder alleine lassen. Ich will auch nicht alleine bleiben, wir waren bis jetzt auch immer miteinander verbunden. Und Zeus sagte, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt und sie leuchten im Zeichen Zwillinge, Kastor und Pollux. Und diese Geschichte erzählt uns etwas, was wir verstehen sollen. Unsere Seele ist in unserem Inneren. Das ist dieser göttliche Teil, was Pollux erzählt. Ein Teil, wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und dieser seelische Teil, dieser göttliche Funke in uns ist unsterblich. Aber die Seele wählt einen Lebensweg aus, einen Schicksalsweg hier auf die Erde. Das ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das ist das Menschliche, das Sterbliche. Aber die beiden, unserem Körper, unserem Wesen, unserem Selbst, ist mit dem Seele verbunden. Die Verbindung ist da. Das spiegelt diese ganze Geschichte. Und diese seelische Verbindung, das, was du so spürst und erlebst auch in die Liebe-Partnerschaft. Im achten Lebensbereich sind die Erneuerungsprozesse. Und das ist wichtig, hier etwas zu verstehen, auf die Wesentlichen konzentrieren. Was uns wichtig ist und wertvoll ist, das befestigen. Und alles andere brauchen wir nicht, weil das bedrückt uns und dann haben wir einen ganz schwierigen Lebensweg und hier räumen wir auf, absterben. Und weil hier auch um Tod geht, natürlich auch Todesfälle, Erbschaft ist auch in diesem Lebensbereich und diesem Erneuerungsprozess, wo wir verabschieden von vielen Dingen im Leben, das ist auch so Art wie absterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist dieser ganze Prozess, was hier
wir erleben. Das sind Gedankenmuster, Gewohnheiten, Gefühle, Kontakte oder oft auch Gegenstände, Möbelstück im Haus, wo wir jeden Morgen stolpern und ärgert uns das. Dann raus damit, dann brauchen wir das nicht. Also sogar in diese Richtung nachdenklich zu sein. Und hier hast du die Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört auch zum Wasserelement, also handelt sich um Gefühle, also in erster Linie die Gefühle aufräumen, die negativen Gefühle verabschieden, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Liebe. Und das ist schöpferisch, das sind die schöpferische Energie. Und wir können nicht alle Menschen im Arm nehmen und lieben, weil das ist unmöglich. Aber die Menschen, wo wir wirklich einen Bezug haben, weil wir sagen, wir sind in die gleichen Wellenlänge, die haben das verdient, für die da zu sein und helfen oder mal umarmen. Das ist wichtig, solche Kontakte befestigen, und alles andere ist unwichtig und nicht damit beschäftigen, nicht aufhalten. Oder wenn wir mal Wut haben, das passiert immer wieder mal, hier bei dieser Krebsenergiezeit zurückziehen, nach innen schauen und hier diese inneren Tempel pflegen, meditieren, dann verspüren wir die göttliche Energie und das stärkt uns. Und das ist diese Zuhause. Natürlich braucht man ein Heim, wo wir uns wohlfühlen. Und das zeigt auch, die Krebs ist auf dieser Suche, endlich angekommen zu sein. Aber Krebs zeigt auch unserem Inneren, die Seele braucht auch eine Gestalt, einen Raum, ein Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Und das besuchen wir, wenn wir meditieren. Und das, was uns stärkt, so haben wir die Verbindung zu unserer Seele, dann kümmern wir uns um unsere Seele und haben wir sofort den Zugang zu unserer Intuition und verspüren wir diese göttliche Energie. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen, das ist Ausland, Auslandskontakte, auch Bildung, eine höhere Bildung oder eine innere Reise, die Spiritualität, hier hast du die Löwe. Und das ist schon die Begeisterung, Begeisterung von Reisen. Und du liebst auch diese Glanz, auch die Luxus bei den Reisen. Und bei einer spirituellen Reise bist du auf die Suche nach dein Selbst, die Selbstfindung. Oder entdeckst dein Herz, diese Herzensangelegenheiten, das aktivieren, das Leben. Im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes. Hier bekommen wir Anerkennung, Respekt, Ansehen, Status. Und hier in diesem Bereich zeigt sich auch, wie erreichen wir unsere Ziele und wo liegt unsere Berufung. Hier hast du Jungfrau. Und das bedeutet, die Jungfrau braucht nicht unbedingt glänzen oder im Mittelpunkt sein. Das mag die Jungfrau nicht so. Anerkennung ja, besonders wenn das um Wissen geht, da mal ein Lob bekommen und Anerkennung. Aber die Jungfrau ist eher im Hintergrund und so kann sich wirken und hat auch diese kritische in sich, diese analytische Denken, was auch bei Anerkennung im Vordergrund drückt, dass diese Neigung zu kritisch zu sein mit sich selbst auch, aber auch anderen gegenüber. Jungfrau steht zu Reinheit und Heilung. Das könnte auch eine Richtung sein, wo du dich beruflich orientieren kannst. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften, und damit sollen wir auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen.
Und hier sind auch die sozialen Kontakte, Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, gehört auch zu diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Waage. Waage liebt das Schöne, das Harmonische. Und es zeigt sich, du hast schon auch schöne harmonische Kontakte. Aber Vorsicht, wenn du versuchst, alle recht zu machen, dich beliebt zu machen im Freundeskreis oder versuchst du, dich einsetzen, dass alles harmonisch läuft, dann kann das dazu führen, es wird ausgenutzt und dann kippt die Waageschale, für anderen da zu sein, damit du Liebe bekommst oder Anerkennung bekommst von Freunden, weil sie spiegeln dir etwas, beliebt zu machen. Aber achte auf dein Selbstliebe. Wenn du da Nein sagen möchtest, dann sagst es auch. Du musst nicht jede recht zu machen. Und hier handelt es sich auch um die Gerechtigkeit und du setzt dich ein für die Gerechtigkeit. Wenn das um die Wünsche geht, die Waage vermittelt Partnerschaft. Das kann auch deine Hoffnung oder dein Wunsch sein, was zum Erfüllung geht, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, die Zusammenhänge zu erkennen, die Ursache an etwas entdecken. Hier sind auch karmische Themen, auch Rückzug. Und auch geheime Feinde, hier hast du die Skorpion, wieder Wasserelement und hat mit Gefühlen etwas zu tun. Und Skorpion zeigt, wie können wir diese Kundalini-Energie bereinigen. Wie kommt da diese Wandlung? Und das kannst du so vorstellen. Also Wasserelement handelt sich um Gefühle. Es gibt zwei Systeme, die positiven Gefühle, dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Liebe. Das sind positive Gefühle. Es ist göttlich und schöpferisch. Dann gibt es ein anderes System und das hat die eine mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Die negativen Gefühle sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, Aggression, Neid und Hass. Das sind negative Gefühle und das kommt nicht von Gott. Es sind negative Gefühle. Neid und Hass ist zerstörerisch. Es gibt aber andere negativen Gefühle, die wir alle kennen. Wir kennen alle Angst oder Zweifel oder Wut oder Schuldgefühl. Das kennt jeder, ist auch menschlich. Aber zum Verstehen, es sind auch negativen Gefühle. Und wenn wir das zulassen, weil wir zu viel Angst haben, wenn wir um allen zweifeln, wenn wir ständig Schuldgefühle haben, wenn wir ab und zu mal richtig Wut haben, bewegen wir uns in eine Grauzone, bewegen wir uns schon bei den negativen Gefühlen. Und das zeigt die Skorpion, diese Wandlung, das ist Kundalini-Energie. Und das ist Schlangenenergie und davon gibt es zwei. In dem Moment, wenn wir in diesen negativen Gefühlen unterwegs sind, wirkt die eine Schlange und das zieht die Energiefeld nach unten und das blockiert alles, die Finanzen. Da kommt Geldverlust oder beruflich geht es gar nichts voran. Oder in die liebe Partnerschaft bewegt sich auch nichts. Es blockiert alles, weil wir das zulassen. Und mit diesen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, in dem Moment öffnen wir Pandoras Büchse und die trojanischen Pferde kann kommen, jede Zeit.
Es gibt einen Film, Troja, genau das zeigt dieses Film, wunderbar, einer von meinen Lieblingsfilmen. Das wird dort gezeigt, diese Emotionen. Dann kann dieser trojanische Pferd jederzeit kommen. Und das sind Einflüsse von außen, von anderen Menschen, die uns nicht mögen. Und dann ist die Tür offen. Wir sind anfällig dazu. Und das ist so wichtig, raus aus negativen Gefühlen, verabschieden von Angst. Aber wie? Weil die Angst ist da oder wir zweifeln immer wieder mal. Entweder das mit Humor betrachten und sagen, guten Morgen, liebe Angst, wie schön, dass du wieder da bist. Aber weißt du was, ich brauche dich nicht, tschüss, Türe zu. So einfach geht es. Oder umdenken. Die Gefühl ist da. Das kann man nicht unter dem Teppich kehren. Die Angst kommt immer wieder. Aber unseren Gedanken können wir verändern. Und das geht sofort umdenken. Sofort umdenken. Oder etwas tun, was uns zum Lachen bringt. Oder was uns begeistert. Da haben wir gar keine Zeit. Wir haben gar keine Zeit, über Dinge nachzudenken, was Angst auslöst. Und so verschwindet die Angst. Und dann übergehen wir auf diesem anderen Energiefeld, die anderen Schlangenenergie. Das ist diese Kundalini-Energie. Und das zeigt hier die Skorpion. Und steigt alles nach oben, wie Phönix aus der Asche. Und das macht lebendig, das macht schöpferisch. Da können wir unserem Leben gestalten. Weil viele Dinge können wir, auch unsere Träume, Visionen, können wir nur leben, wenn die Gefühl stimmt. Und genau das ist dieser Erneuerungsprozess, das ist diese Wandlung, was die Skorpion, das ist sehr geheimnisvoll, das sind wirklich tiefe Geheimnisse des Lebens, aber so kann ich das mal beschreiben. Sonne befindet sich im Schütze. So wie ich Aszendent beschrieben habe, das ist, entspricht auch dein Wesen. Mond befindet sich in der Zwillinge und diese Zwillingsgeschichte, auch diese Leichtigkeit, diese Luftelement, diese spielerische Art, braucht dein Gefühl, weil Mond hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Du kannst sofort erkennen, dass die beiden gegenüber sind und das bedeutet, du bist in Vollmond geboren und brauchst die Gleichgewicht. Du brauchst immer diese Balance, diese inneren Gleichgewicht. In indischen Astrologie wird gesagt, die Menschen, die im Vollmond geboren sind, die haben Glück im Leben, weil das Lebensweg wird beleuchtet. Mars befindet sich im Wassermann. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit Mars-Energie müssen wir uns durchsetzen. Und das prägt dich in deine Kindheit. Also du warst immer wieder in eine große Herausforderung oder Herausforderungen in dieser Zeit, in Schulzeit, wo du dich immer wieder durchsetzen müsstest. Die Frage ist, hast du dich damals durchgesetzt? Nicht umsonst hast du Mars hier, weil Mars ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir uns behaupten, durchsetzen, durchboxen im Leben. Wenn du das genützt hast damals, dann hast du diese Mars-Energie gelebt. Ich würde sagen, es war nicht einfach für dich, weil schau mal, hier bei Freundschaften ist die Waage. Und in Schulzeit hat man dieses Bedürfnis, Freundinnen zu haben, Freundschaften schließen, ist auch sehr wichtig. Und du liebtest es auch,
beliebt zu sein, Freundschaften zu schließen. Auch diese Harmonie war dir zu wichtig. Mars zeigt hier, behaupte dich, setz dich durch oder sag mal deine Meinung. Aber wenn hier vage ist bei Freundschaften und die beiden hängt irgendwo schon zusammen, wenn das um die zwischenmenschlichen Kontakten geht und das sind die Erinnerungen in die Schulzeit, dann ist natürlich, führt dazu, dass du diese Mars-Energie gar nicht aktiviert hast. Natürlich kommt das später in Erwachsenenalter, weil das fordert dich raus im Leben. Mars bedeutet auch der Mann. Und hier im Wassermann, dieser Mann soll außergewöhnlich sein, einzigartig, unabhängig, klug, mit tollen Ideen, das, was du liebst. Merkur ist im Schütze. Merkur herrscht in die Zeit Kindheit, Jugend und verleiht eine jugendliche Ausstrahlung und Aussehen. Und weil hier bei die Aszendent ist, im ersten Lebensbereich, wo auch um dein Aussehen geht, zeigt diese Merkur-Energie, dass du jünger ausschaust, wie du bist und das immer, also auch im späteren Jahren wird das auch so sein. Merkur zeigt auch die Intelligenz, so schätzen dich die Menschen ein und die führen gerne mit dir auch Gespräche und kannst du gut handeln im Leben, auch im Ausland. Jupiter ist im Waage. Jupiter bringt Glück. Glück in die Freundschaften, Glück, dass du deine Wünsche leben kannst. Jupiter vergrößert aber. Und das sind so Grundbedürfnisse, große Freundeskreis zu haben, dich beliebt zu machen. Wenn was zurückkommt und hast du wundervolle Freunde, dann ist das wirklich schön, dann kannst du das befestigen. Aber wenn du bemühst dich für andere und kommt zu wenig zurück, dann kommen immer wieder auch die Enttäuschungen, weil dann fühlst du dich ausgenützt und vor allem dann findest du das auch als ungerecht. Jupiter hat mit Gerechtigkeit auch was zu tun, die Waage auch. Venus ist die weibliche Energie, die Liebesplanet und zeigt uns Frauen. Alles, was schön ist, Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie und Frieden, das können wir alles zum Venus zuordnen. Venus liebt das Schöne, das Harmonische, ein guter Geschmack. Und Venus hast hier im Schütze. Und das bedeutet, du bist eine schöne Frau und du achtest auf dein Aussehen. Und du liebst es auch, eine gepflegte Erscheinung. Aber zeigt auch deine Kreativität. Saturn ist rückläufig im Horoskop. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit. Vergangenheit meine ich die Kindheit, aber nicht nur das, sondern Karma. All das, was man in früheren Leben erlebt hat. Außerdem Saturn hütet auch die Karma, beeinflusst unserem Schicksal. Dieser rückläufige Saturn hast du hier im Wassermann. Und hier hast du karmische Themen. Und das heißt, dich zu wehren, dich zu behaupten. Außerdem Wissen, Austausch, Informationen, Lernen, vieles Neues entdecken in deine vertraute Umgebung. Hier bei Schütze ist die Richtung mehr in die Weite, auch Ausland. Hier lernst du auch in deine Umgebung, gibt es aber auch schöne Dinge, da gibt es auch vieles zum Entdecken oder da etwas in Bewegung setzen. Das muss nicht immer in die Weite sein.
Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt auch dafür, dass es unerwartete Ereignisse gibt oder außergewöhnliche Begegnungen, Kontakte. Uranus heißt hier im Jungfrau und das bedeutet, du begegnest du dich mit ungewöhnlichen Menschen, wo du auch Anerkennung bekommst. Bedeutet aber auch, dass du selbst außergewöhnlich bist und das sollst du auch nach außen präsentieren, weil das wird wahrgenommen oder so bist du betrachtet. Uranus zeigt auch die Berufung und das muss was Besonderes sein. Das ist nichts durchschnittlich oder natürlich hat Uranus auch einen Bezug zum Erfindungen, dieses erfinderische Geist ist Uranus, die Zeit vorausdenkende, steht auch in Verbindung zum Technik, diese technischen Entwicklungen und auch zum Astrologie. Neptun befindet sich in Skorpion und Neptun zeigt hier im Skorpion, achte auf deine Gefühle und lebe deine Träume. Visualisiere das. Glaub daran, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Hier im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde und mit Neptun, das kann auch so betrügerisch sein. Nicht weil das Neptun Energie ist, sondern es wird oft dann falsch umgesetzt, die Neptun Energie. Neptun kann man nicht greifen. Das sind einfach unsere Träume, unsere Fantasie und das ist bildhaft. Das lässt auch inspirieren. Neptun ist auch der Planet für Künstler, dieser Inspirierende. Aber wenn jemand kommt und erzählt so märchenhaft etwas, dann müssen wir immer die Frage stellen, entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Und so können die Menschen diese Neptun-Energie dann missbrauchen, weil die können schön erzählen, aber hat mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Und das ist natürlich die einzige Gefahr hier, dass du das glaubst und bis du dann erkennst, dass es eigentlich gar nicht gut gemeint ist. Pluto zeigt die inneren Kraft und bei Pluto-Prinzip geht es darum, alles oder nichts. Pluto setzt alles auf eins und dann konzentriert drauf und alles andere ist uninteressant. Und das hast du hier im Jungfrau und das hilft dir, deine beruflichen Wünsche, deine beruflichen Ziele zum auch erreichen. Das ist die Zielerreichung, aber auch die Berufung. Und hier Pluto Zeit konzentriere auf dem Wesentlichen und zeig diese Kraft, auch diese Überzeugungskraft, dass du deine Ziele erreichst und dass du deine Berufung lebst. Jetzt kommt Rahu und Ketu. Das ist eine Drache, aber das ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Die Körper kennen wir schon. Das zeigt alten karmischen Themen. Dieser Weg sind wir schon gegangen. Das sind Erinnerungen. Das ist bekannt, damit sind wir vertraut. Und Ketu befindet sich bei dir im Löwe. Und das hat einen Bezug zum Ausland, zum Reisen oder religiösen Themen, spirituellen Themen. Da hast du die karmischen Erfahrungen und auch Erinnerungen. Da kennst du dich aus. Und der Seele bei diesem karmischen Weg bewegt sich auch und sucht etwas. Die Drachenkörper ist da. Die Drachenkörper ist da. Aber es fehlt etwas. Es fehlt der Kopf und die Seele braucht es. Das muss zusammenfügen, dass dieser Drache wieder eins wird. Die Seele sucht diesen Kopf. Man könnte sagen, wo ist der Kopf? Ja, im Horoskop ist das, wird gezeigt, dieser Drachenkopf oder Rahu hast du hier im Wassermann. Das, was du noch nicht kennst, aber brauchst, deine Seele braucht das zum Entwickeln.
Und die Themen sind dich durchsetzen. Das sind Erinnerungen. Wie hast du das erlebt, die Verbindung zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern in die Schule? Das war deine Aufgabe, dich zu behaupten und durchsetzen. Ich vermute, dass du damals das verpasst hast. Dann zeigt das Leben später, wie setzt du dich durch gegen Konkurrenten, Rivalinnen, wie kannst du dich behaupten, wie kannst du andere überzeugen von deiner Meinung, von deinem Können, von deinem Wissen und was sollst du lernen und wie vermittelst du das alles. Das sind Informationen, auch viel Austausch dabei, Wissen aneignen oder Wissen vermitteln, Schulungen, Bildung. Und hier, diesem dritten Lebensbereich, ist die Umgebung, deine vertraute Umgebung, wo du sagst, das ist mein Zuhause, hier lebe ich und hier bewege ich einiges in die Gemeinde oder in dieser Umgebung, da aktiv zu sein. Da die Kontakte pflegen oder etwas gründen, das sind Themen, was hier angesprochen wird. Auch Medien. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und er verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt dann, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und die Einflüsse kommen von Fixsternen. Und diese Mondhäuser, das ist in westlichen Astrologie, gibt es nicht. Aber in indischen Astrologie ist das auch beschrieben. Und jetzt schauen wir mal das an. Wie sind die Mondhäuser in dein Horoskop? Dein Aszendent ist Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet das Wurzel, Basis, Fundament. Und das brauchst du. Das brauchst du unbedingt dein Leben, da angekommen zu sein, auf deinen sicheren Boden bewegen, einen festen Boden unter deinen Füßen. Und wenn du diese Basis, dieses Fundament verspürst, dann kannst du einiges bewegen. Aber du brauchst Orientierung und wieder zurück zum Schütze. Das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Das sind deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Das ist die Aussage dieses Mondhauses. Leb deine persönlichen Bedürfnisse. Sonne ist im selben Mondhaus, auch im Mula. Mond befindet sich in den Zwillingen, hier wirkt auf dem Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Dieser Mondhaus heißt Mruga und von Orion wird bestrahlt. Orion ist die himmlischen Jäger. Die indischen Astrologen beschreiben das wie ein Hirsch. Aber genauso wird das übersetzt, jagen nach etwas, die Suche nach etwas. Du persönlich bist auf die Suche nach diesem Seelenpartner. Oder umgekehrt ist es viel besser, lass dich finden. Dieser Mann wird dich suchen, er ist Jäger, er ist auf die Suche nach dir. Mars befindet sich im Wassermann hier. Und dieser Mondhaus heißt Shatabisha, übersetzt bedeutet das 100 Ängste und 100 Glück. Sind hier in diesem Bereich sind ganz, ganz viele Glückssterne und zeigt auch Glück. Du kannst dich hier behaupten, aber wenn du Angst hast, dich zu wehren,
dich zu behaupten, dann blockiert das und dann kommt die Unzufriedenheit. Merkur ist im Schütze, hier. Dieser Mondhaus heißt Uttarashada und vermittelt dir was Wichtiges. Du brauchst einen höheren Selbstbewusstsein und du brauchst hohe Ziele und hohe Ideale und das ist erreichbar. Jupiter befindet sich im Waage, hier. Und dieser Mondhaus heißt Svati, das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt dein Selbst und deine Seele. Kümmer um dein Selbst, kümmer um deine Seele auch und pfleg Freundschaften, die dich unterstützen, die für dich wertvoll ist und von alle anderen verabschieden. Dieser Mondhaus Svati hier wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Das ist ein Stammbild im Himmel und das ist im Südhalbkugel sichtbar. Und in diesem Stammbild befindet sich die Südpol und das dient zum Orientierung. Wenn das um deine Wünsche geht, brauchst du die Orientierung. Bei Freundschaften brauchst du die Orientierung. Von Gruppe von Menschen, wo du dich anschließt, brauchst du auch die Orientierung. Dieser Kreuz des Südens steht in Verbindung zum religiösen und spirituellen Themen. Das wäre ein Bereich, wo du Freundschaften schließen kannst oder eine Gruppe gründen kannst. Venus befindet sich im Schütze hier, im selben Mondhaus wie dein Aszendent. Und dieser Mondhaus heißt Mula und das bedeutet Wurzel, Basis, Fundament. Und das brauchst du als Frau, von dir überzeugt zu sein. Und auch, dass du einzigartig bist, außergewöhnlich bist. Und das stärkt dich innerlich. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Sehe ich gerade, jetzt muss ich dein Horoskop jetzt in Hand nehmen, ich habe das falsch aufgeschrieben. Saturn ist nicht im Wassermann, sondern im Widder. Aber die gleiche Thematik hast du hier, weil hier handelt sich auch um deine Kindheit. So wie hier auch die Erinnerungen an die Schulzeit, wie du dich behauptest anderen Kindern gegenüber und Geschwister gegenüber. Und hier im fünften Lebensbereich, wo auch um Kinder geht, eigentlich die gleiche Thematik. Tut mir leid, ich habe das in meinen Notizen falsch aufgeschrieben, aber jetzt sehe ich im Horoskop, genau, Saturn ist hier im Widder und das bedeutet, du lernst in dein Leben mehr zu Lebensfreude zu kommen. Dieser fünfte Lebensbereich vermittelt Lebensfreude, das Leben genießen und kreativ zu sein, ein Kind zu sein. Saturn ist streng und das zeigt mir ein strenges Elternhaus. Aber das schränkt schon ein in früheren Jahren. Aber im Erwachsenenalter kommt von Saturn eine großartige Unterstützung, weil Saturn gibt dann mehr Selbstsicherheit, bringt etwas ihm vor. Natürlich belehrt uns. Und was belehrt dich Saturn hier im Widder, im fünften Lebensbereich? Widder ist kämpferisch, setz dich durch. Zeig mal auch Zähne, dann zeig mal, du kannst dich durchbeißen im Leben. Du hast diese Kraft, diese Stärke, aber lerne auch dann das Loslassen,
loslassen und das Leben genießen. Und dann hast du diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie, diese Lebensfreude. Und das ist die Lernaufgabe, dich durchsetzen, dich zu behaupten, dich zum Wehren, das ist wieder Energie, und dann aber das Loslassen beenden, nicht aufhalten mit dieser Thematik und dann spielerisch betrachten und dann zum Lebensfreude kommen. Das ist hier die Saturn-Energie und Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn befindet sich im Mondhaus Ashwini, hier im Widder, und Ashwini bedeutet Heilung. Und hier brauchst du Heilung. Heilung an das innere Kind, bei diesen Erinnerungen. Und dann heißt es auch Heilenergie. Es ist nicht nur Heilung, all das, was du erlebt hast in Kindheit, sondern du selbst hast in diese Heilenergie in dir und kannst andere unterstützen, anderen helfen, Heilung bringen, dass andere Menschen auch zu diesem Lebensfreude kommen. Und das ist auch deine Berufung. Jungfrau steht auch für Gesundheit und Heilung. Und hier natürlich auch dieser Mondhaus Ashwini steht auch mit Heilung in Verbindung. Natürlich auch die Talentfähigkeit ist auch hier beschrieben. Selbstheilung, aber auch für anderen, beides. Uranus befindet sich im Jungfrau hier oben und dieser Mondhaus heißt Hashta. Übersetzt bedeutet das Hand und Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix wurde bei den Römern verehrt und sie ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude wie ein Fest, Lachen, Tanzmusik. Und genau das brauchst du, wenn du deine Ziele erreichen möchtest oder deine Berufung leben möchtest oder Anerkennung bekommen möchtest, eine gewisse Lebensfreude. Und Uranus zeigt, da kannst du etwas verändern. Uranus zeigt die Veränderungen. Neptun befindet sich in Skorpion hier und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Das bringt dir eigentlich Glück. Dieser Mondhaus wird von Akrab bestrahlt. Dieser Akrab, dieser Stern befindet sich in Skorpion oberhalb von Augen und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge und das zeigt Spiritualität, hellsichtige Fähigkeiten und hier ist es sehr, sehr geheimnisvoll. Skorpion ist geheimnisvoll und die zwölfte Lebensbereich sind auch die Geheimnisse und daran liegen deine Geheimnisse, diese Spiritualität, diese hellsichtige Fähigkeit oder die Fähigkeit, viele Dinge sehen im Leben, was andere nicht wahrnehmen. Dieser Mondhaus Anuradha bedeutet auch, so beschreiben die indischen Astrologen, auf Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Glückssymbol und zeigt Wohlstand. Und Neptun wirkt in diesem Mondhaus und vermittelt dir, wenn du deine Wünsche lebst und lebst deine Träume, dann reitest auf Elefanten. Das heißt, du hast Glück im Leben und auch Wohlstand. Pluto befindet sich im Jungfrau hier oben. Dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und das bedeutet übersetzt, dieser Mondhaus, du wirst ernten, all das, was du eingesät hast, wenn du da konzentrierst und wirst du das erreichen, dann verspricht dir hier Pluto, diese Zeit wird kommen, dass du das auch erntest. Rahu befindet sich hier im Wassermann. Rahu, dieser Mondknoten, dieser Drachenkopf. Dieser Mondhaus heißt Purvapatra
und wird vom Pegasus bestrahlt. Und Pegasus zeigt die Befreiung, Befreiung von Ängsten. Dazu erzähle ich auch die mythologische Geschichte. Cassiopeia war eine Königin und prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste und sie ist schöner als die Meeresjungfrauen. Und sie haben sich beschwert bei Gott des Meeres. Und er hat einen Walfisch geschickt, in dieses Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Dieser Walfisch kam an, aber er bestrafte nicht die Königin, sondern dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hatte Angst gehabt. Es war auch Medusa in die Nähe und Medusa mit Schlangenhaare war die furchterregende. Und die Geschichte erzählte, jeder, wo Medusa anschaut, bekommt Angst. Bis dann Perseus kam, Perseus befreite Andromeda, die beiden haben sich verliebt und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment, wo Medusa getötet wurde, wurde von diesem Mutterleib Pegasus geboren. Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügeln und das zeigt auch die Befreiung, auch von dem Mutterleib zu befreit zu sein. Und dieser Mutterleib hat eine symbolische Bedeutung. Und das kannst du so vorstellen, wenn etwas geboren sein soll in dein Leben, weil du hast eine Vorstellung, du möchtest deine Berufung leben oder du möchtest glücklich sein in die Partnerschaft. Das muss geboren werden. Das muss geboren werden. Du brauchst auch Geduld, bis du deine Ziele erreichst. Wenn du Angst hast, dann bleibt das in diesem Mutterleib. Also Medusa zeigt die Angst. Dieser Pegasus ist im Mutterleib, weil die Angst ist da, kann nichts geboren werden. Und so wie Perseus zeigt, ich tötete Medusa, also töte die Angst, befreit zu sein von Ängsten, in dem Moment wird das geboren. Und das kannst du in dein Leben dann so umsetzen, wenn du was vorstellst oder wenn du was erreichen möchtest in dein Leben. Du hast diese Chancen, Möglichkeiten oder sogar dieses Glück, weil Neptun zeigt, auf Elefanten reiten. Du hast dieses Glück und du lebst auch in diesem Wohlstand und du erreichst auch deine Ziele. Aber die Angst kann das blockieren, weil dann kann das nicht geboren werden. Ketu, was die alten Erinnerungen zeigt, karmischen Erinnerungen, hier im Löwe. Ketu befindet sich im Mondhaus Purva Palguna und das zeigt, es war mal früher etwas da und jetzt wiederholt sich das nochmal und jetzt brauchst du die Geduld und das Vertrauen, dass das zum Vollendung kommt. Jetzt die Verbindungen. Sonne und Mond ist gegenüber, das war Vollmond. Du brauchst immer die Balance, die Ausgleich, die inneren Gleichgewicht. Sonne und Jupiter steht in einer schönen Verbindung. Das ist dein Selbst, deine Größe, deine Weisheit. Das kommt ins Licht. Sonne ist die Licht. Das kommt zum Glanz. Mond steht mit Pluto in einer Verbindung und diese Verbindung nennt man Quinkungsaspekt. Und wie kannst du das vorstellen? Bei Mond handelt es sich um deine Gefühle, um deinen Unbewussten, um deine Träume und handelt sich um Mutterthemen. Bei Pluto zeigt auch der Tod, aber zeigt auch, es muss etwas absterben, damit etwas Neues geboren sein kann. Pluto zeigt die Konzentration auf dem Wesentlichen, alles oder nichts und alles andere verabschieden. Weil das nimmt nur Kraft, Energie und Zeit. Und die beiden stehen in diesem Quinkungsaspekt. Und das kannst du so vorstellen. Ich beschreibe das bildhaft.
Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und wenn ich jetzt fragen würde, beschreibe, wie wird dieser Pendel bewegen? Was würdest du dann antworten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dieser Pendel bewegt sich vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht überhaupt nichts und bleibt einfach stehen. Man weiß es nicht. Und diese Verbindung, was man als Aspekt nennt, heißt auch vielleicht Aspekt. Und das, was in dein Inneren geht, bei Pluto handelt sich um Loslassen. Und dein Gefühl sagt, oder dein Gefühlszustand wie Angst oder Zweifel, wo du dann zweifelst an etwas, soll ich das behalten oder soll ich davon verabschieden? Ich weiß es nicht. Aber weil Mond steht in Verbindung zum Mutter, natürlich kann das auch Erinnerungen sein in deiner Kindheit und handelt sich um Mutterthemen. Und jetzt noch etwas für die tibetische Astrologie. Hier oben, diese Treppe zeigt, wie du dich verwirklichen kannst im Leben. Stufe zu Stufe der Zielerreichung. Und das ist eine langsame Wachstum, weil das ist die Holzelement. Also brauchst Geduld auch dazu. Und wenn du die Vergangenheit loslassen kannst, die Erinnerungen, das mit Tränen verbunden sind, und hast keine Angst mehr, dann erreichst du die höchste Stufe. Diese Figur in die Mitte, das ist eine Erdehahn. Das haben die tibetischen Astrologen von chinesischen Astrologie einfach übernommen, diese Verbindung. Und die Farben zeigen die Elemente. Das beschreibt deine Lernfähigkeit, deine Offenheit. Und dass du klare Ziele hast oder klare Ziele brauchst, dass du mitfühlend bist, dass du lernst, auf dem Wesentlichen konzentrieren, eine gewisse Strenge oder Härte, wenn das um Zielerreichung geht, da brauchst du mehr Leichtigkeit, mehr spielerische, aber du sollst deine Ziele verfolgen. Du lernst auch in dein Leben das zu sagen, was du denkst und zeigt dir gewisse Leidenschaft. Die Elemente, was hier vertreten ist, die Wasserelement. Auf diesem Wasserelement sitzt du. Das gibt dir die Basis, die Fundament, das sind die Gefühle, so wie hier die Fischen auch. Und dann diese gelbe Kleid zeigt die Holzelement, das von hier aus, von den Gefühlen heraus, kann alles langsam wachsen und dehnen, aber du brauchst dieses Gefühl, Geduld zum haben. Dann kommt ein bisschen Feuer- und Metallelement dazu, viele Dinge klären in dein Leben und dann etwas Neues starten, was dich begeistert. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Deine Glückszahl ist die 1 und das symbolisiert dein Selbst im Metallelement, dass du bestimmst etwas, dass du die Gerechtigkeit vertrittst, dass du selbst klärst einiges im Leben. Die Zentrum in dein Schicksalsweg, in dein Leben ist die Zahl 4 im Erdeelement und das ist Materie, das ist Sicherheit, Stabilität und Struktur, das, was du erreichen möchtest. Stabile Partnerschaft, Stabilität im Beruf und Finanzen, dass es alles Ordnung ist, dass alles eine Struktur bekommt. Dein Schicksalszahl ist hier die 7 und hat ein bisschen Feuerelement, eine Feuerfärbung. Und das bedeutet, die Chancen, die Möglichkeiten im Leben erkennen, nicht einschlafen oder nicht vorbeigehen oder zurückwerfen, sondern aktiv sein. Aber diese Farbe ist schwächer als dieser Rot. Das bedeutet, nicht zu stürmisch handeln, also nicht zu schnell, nicht zu stürmisch, sondern langsam, langsam, aber aktiv zu sein. Die Chancen, Möglichkeiten erkennen und dann aktiv zu sein mit einer kleinen Begeisterung und
Geduld, es ist eine langsame Bewegung und genau diese langsame Bewegung, dieser langsame Wachstum führt dazu, dass du deine Ziele erreichen kannst. Liebe Siuliria, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.